Hallo, heute geht es darum, den Schülern Aufgaben zu stellen und diese dann auch wieder abzusammeln. Im Kanal Allgemein kannst du unter Aufgaben eine Aufgabe ganz einfach erstellen. Ich drücke mal hier auf Erstellen. Man hat drei Auswahlmöglichkeiten: Aufgaben, Quiz oder aus vorhandener. Ich wähle hier Aufgabe. Es öffnet sich hier ein Dialogfenster. Ich kann einen Titel angeben. Heute geht es um Sagen, deshalb sage Frau Hitt. Hier kann ich den Schülern Anweisungen eingeben. Zum Beispiel gebe ich hier ein: Lies dir die Sage Frau Hitt durch und schreibe einen alternativen Schluss. Jetzt muss ich Ihnen allerdings noch die Sage zur Verfügung stellen. Ich kann hier Ressourcen hinzufügen. Ich drücke da mal drauf. Und es öffnet sich ein neues Dialogfenster. Ich kann jetzt wieder von meiner OneDrive, vom Kursnotizbuch einen Link oder einfach eine neue Datei oder von diesem Gerät hochladen wählen. Das nehme ich jetzt auch. Von diesem Gerät hochladen. Ich suche mir jetzt diese Datei. Und zwar hier ist sie schon, Frau Hitt. Sie wird hochgeladen und ich drücke hier auf Fertig. Ich stelle Ihnen hier jetzt ein leeres Word-Dokument zur Verfügung. Hier sollen Sie Ihren alternativen Schluss reinschreiben. Deshalb noch einmal auf Ressourcen hinzufügen, neue Datei. Ich wähle hier ein Word-Dokument auf. Alternativ könnte ich PowerPoint oder Excel-Arbeitsblatt auswählen. Neues Dokument. Hier schreibe ich rein: Frau Hitt, alternativer Schluss und gehe auf Anfügen. Was ich hier noch tun muss, unbedingt, ist auf dieses Drei-Punkte-Menü zu klicken, weil standardmäßig ist nämlich eingestellt, Schüler können nicht bearbeiten. Hier muss ich einfach noch Schüler bearbeiten, ihre eigene Kopie wählen. Ich könnte auch noch Punkte für diese Aufgabe verteilen, muss ich aber nicht. Ich mache jetzt hier mal 10 Punkte. Dann könnte ich eine Benotungsrubrik hinzufügen. Ich habe mir schon einige angelegt, unter anderem hier Deutsch Aufsätze. Gehe hier auf Nächste. Also das kann ich mir anlegen, wenn ich will. Ich habe hier in Inhalt, Rechtschreibung, Grammatik unterteilt und die Gewichtung habe ich Inhalt 60, Rechtschreibung 10 und Grammatik 30% selbst angegeben. Hier habe ich noch gesagt, was braucht man für ein A beim Inhalt? Ja, wenn es hervorragend geschrieben ist, ein B. Jetzt mittelmäßig und so weiter. Auch für die Rechtschreibung, ein A ist maximal zwei Fehler. Das kann man sich natürlich selber ausdenken und das, wenn man das einmal gemacht hat, immer wieder auch hernehmen. Ich gehe auf Anfügen und hier sieht man schon, diese Rubrik wurde hier angefügt. Zuweisen dem ganzen Testteam oder ich kann alternativ auch einzelnen Schülern nur diese Aufgabe geben. Das Fälligkeitsdatum ist hier schon eingegeben, Samstag, 13. Juni 2020. Das will ich natürlich ändern. Und ich gehe einfach hier auf Bearbeiten. Dann öffnet sich ein neues Dialogfenster. Das Fälligkeitsdatum sieht man hier. Das will ich am Mittwoch, den 17. Juni um 23:59 Uhr. Ich könnte hier auch Aufgaben für die Zukunft planen. Man sieht hier Zuweisung. Wenn ich jetzt diese Aufgabe hier erstelle und speichere, könnte ich sagen, ich möchte erst am Montag, dass Sie diese Aufgaben sehen. Das könnte ich hier einfach eingeben. Dann das Abschlussdatum. Ich will, dass das gleich ist wie das Fälligkeitsdatum. Manchmal kann man sich selber überlegen, kann man den Schülern noch 2 Tage länger Zeit geben, wie man will. Das mache ich hier jetzt nicht. Ich gehe einfach auf Fertig und dann da rechts oben auf Zuweisen. Und wenn man hier ein paar Sekunden wartet, sieht man schon das aufploppende Fenster. Assignments hat das Team in Allgemein erwähnt und wird jetzt auch bei den Schülern aufploppen. Und ich gehe jetzt hier auf die Schüleransicht vom Zolli 01. Der hat unter Aktivitäten Assignments hat das Team erwähnt. Das Team Allgemein sage Frau Hitt. Er kann jetzt hier einfach draufklicken und sieht jetzt hier seine Ausübung. Sage Frau Hitt, View Assignment, Zolli 01 klickt drauf und hier sieht er seine Aufgabe mit den Anweisungen, das Referenzmaterial, kann das hier anklicken, kann das im Vorschaufenster mal ansehen,
Das ist PDF von der Frau Hitt, kann sich die Sage durchlesen, dann schließen, dann hier auf das Word-Dokument gehen. Der Schüler könnte jetzt einfach hier auf Dokument bearbeiten klicken, entweder in der Desktop-App, wenn er das installiert hat, dieses Programm auf seinem Computer, oder einfach im Browser bearbeiten. Das will ich jetzt hier. Und es öffnet sich hier die Webversion von Word. Ich habe hier eigentlich sehr viele Befehle schon zur Verfügung. Hier kann ich einfach reinschreiben. Ich habe das schon vorbereitet. Frau Hitt, mein alternativer Schluss. Frau Hitt gab der Bettlerin in ihrem Schloss eine Wohnung und kümmerte sich rührend um sie. Er muss hier gar nicht gespeichert. Man sieht, es wird automatisch gespeichert. Muss einfach hier noch auf Schließen drücken. Alternativ könnt ihr sogar noch was hinzufügen. Vielleicht ein Foto einer handgeschriebenen Arbeit oder ein Bild, was auch immer, könnte sogar ein Video suchen über einen alternativen Schluss zu Frau Hitt. Und hier nicht vergessen, auf Abgeben zu klicken. Eine kleine Animation schließt das Ganze ab. Ich wechsle dann wieder auf die Lehreransicht. Hier sieht man schon, dass bei der Sage Frau Hitt eine Einreichung gekommen ist. Ich klicke jetzt diese Aufgabe an und sehe schon, abgegeben hat es Tolly Schüler 01. Die anderen haben es nicht einmal noch angesehen. Ich klicke jetzt hier diese Aufgabe an, indem ich auf Abgeben klicke. Und schon öffnet sich die Arbeit vom Tolly Schüler 01. Und man sieht schon, ich habe da rechts eine Maske, Tolly Schüler 01. Ich kann alternativ hier weiterschalten, wenn die Schüler alle abgegeben hätten. Und so könnte ich der Reihe nach alle Schüler auch korrigieren. Die Aufgabe wird schon hier angezeigt. Ich könnte ein Feedback hier eingeben und da unten auch Punkte oder das Dokument bearbeiten. Ich wähle hier wieder im Browser bearbeiten. Ich könnte jetzt hier einfach auf Überprüfen klicken. Standardmäßig ist hier Überprüfen ja schon eingestellt. Fügen Sie Kommentare hinzu und schlagen Sie Änderungen vor. Änderungen nachverfolgen für alle. Jetzt könnte ich diese Rechtschreibfehler hier ausbessern. Einfach hier schreiben. Großes H, man sieht schon, das Falsche wird durchgestrichen und das Richtige erscheint hier. Und so weiter. Ich könnte ein kleines Feedback geben. Das war kurz, aber kreativ zum Beispiel. Und als Punkte Vorschlag 8. Und auf Zurückgeben klicken. Und ich sehe jetzt schon im Aktivitätsbereich vom Schüler Zolli, dass er diese Aufgabe zurückbekommen hat. Sage von Frau Hitt, er hat 8 von 10 Punkte erhalten. Und er könnte sich natürlich auch seine Arbeit noch ansehen. Ja, er könnte hier auf Dokument bearbeiten klicken, der Schüler. Und dann sieht er auch meine vorgeschlagenen Änderungen. Hier das kleine H ausgebessert zum großen H. Gut, schließe das wieder. Wie gesagt, 8 von 10 Punkten sind möglich. Nachdem noch ein Zeitfenster besteht, beziehungsweise hätte er vielleicht die Chance, wenn ich das zulasse, könnte er das auch noch einmal ausbessern und erneut abgeben. Ja, habe ich hier sehr viele Möglichkeiten bei den Aufgaben, um eine Aufgabe zu erstellen. Ich kann viele unterschiedliche Ressourcen hinzufügen, auch Internetseiten, Links und so weiter. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Viel Spaß damit!